So, für das nächste Spiel muss ich jetzt von Ihnen wissen, was gehört neben Käse und Tomaten auf eine richtig gute Pizza? Thunfisch. Leckmuschel. Leberwurst. Mozzarella. Pizza hast du noch nie gehört. Moment, Moment, Moment. Ich muss das gerade. Moment, Moment, Moment. Hat jemand Leberwurst? Ich hab irgendwas. Leberwurst. Spaghetti Pizza. Leberwurst. Ich finde das sehr, sehr schön. Dieser Herr hat auf einer gelungenen Pizza Leberwurst. Das wollen wir doch auch mal nehmen. Pizza Leberwurst. Ja, das ist sehr schön, weil die Abfrage zielt doch auf was ganz anderes. Nämlich, herzlichen Glückwunsch, Hennes und Olli. Ihr habt tatsächlich die Wahl zur Miss Leberwurst gewonnen. Das ist schön, weil man fragt sich, war es die Optik, war es der Geruch? Egal! Ihr seid. Auf jeden Fall habt ihr jetzt einen Interviewtermin mit Mirja Ludovic von RTL explodiert. Und zwar darf ich euch jetzt hier in die Mitte bitten. Ja. Ihr seid, wie gesagt, eine Miss. Die Miss Leberwurst. Und ihr dürft Mirja Ludovic fragen. Oh. Immer noch. Oh, mit eigener Tiara. Ich freue mich, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, mein Name ist Mirja Ludewig. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei RTL explodiert. Und wir haben Sie heute da. Wir haben den ersten Auftritt der Miss Leberwurst hier in unserem Studio. Was haben Sie alles dafür getan, dass Sie Miss Leberwurst geworden sind? Ich habe bereits viele Schweine gesehen und auch gefressen. Jetzt sind Sie ja heute Abend hier nicht in Ihrem Original-Outfit, in dem Sie zur Miss gewählt worden sind im Studio. Was haben Sie angehabt bei der Misswahl? Ich hatte eine Darmpelle an, die wirklich sehr gestunken hat. Sehr schön. Jetzt ist es so, Sie sind mittlerweile ja doch schon 42 Jahre alt und haben aber schon mit 17 angefangen, an Misswahlen teilzunehmen. Jetzt hat es endlich geklappt. Wie kam Sie überhaupt auf die Idee, dass Sie Miss Leberwurst werden wollten? Warum? Leberwurst ist schon sehr lecker. Außerdem mag ich auch Teewurst, Blutwurst, Bratwurst und Salami. Das heißt. Entschuldigung, das waren zwei Worte. Das heißt, Ihre Familie ernährt sich auch vorwiegend von Fleisch oder essen Ihre Eltern was anderes? Meine Eltern sind Metzger. Aber eingefleischte Vegetarier. Gut, haben Sie noch Geschwister? Wie sehen die aus? Sind die ähnlich wie Sie gebaut oder ist da ein Unterschied? Meine Schwester wiegt 173 Gramm. Gut, eine Schule haben Sie ja augenscheinlich nicht besucht. Wie ist denn Ihr Bildungsweg? Also Sie haben ja mit 17 beschlossen, Sie wollen an Misswahlen teilnehmen, Sie wollen Miss Leberwurst oder Miss Salami, was auch immer für eine Wurst werden. Aber warum haben Sie die Schule abgebrochen, beziehungsweise warum waren Sie erst gar nicht auf der Schule, bevor Sie sie abgebrochen haben? Ich wollte lieber Fleischerei, Fachverkäuferin werden. Sehr schön. Vielen Dank für das erste Interview. Unsere Miss Leberwurst.